man eigentlich so Reserve, Kartoffeln, was man braucht. Und ein paar Zerstein da alles. Muss ja nicht immer gleich sein. Sauerkraut. So mit den Kartoffeln wird es halt ein bisschen sämiger. Weil, so oder? Wie viele von den Fleischbrotzen? Das habe ich mit einem Fleischwürfel in diesem, mit der Probe, wenn ich das durchlasse. Und manche werden es nur klein schneiden, aber das ist auch nicht so gut. Und nur dann Zwiebeln anresten und das Fleisch anresten. Kann jeder nehmen, was er will. Fett, das wir haben ganz mageres. Und Petersilie, Zwiebeln anresten, das Fleisch ein wenig anresten. Chili drauf, Pfeffer drauf, Kartoffeln, Zirkmehl sind eh schon drin. Das haben wir so geschnitten, werden wir so klein geschnitten dazu. Jetzt haben wir noch eine Sauerkraut. Hoppala. Das wird nicht sein. Das kann man jetzt dabei dienen, da werde ich auch noch Tropfen machen. Okay. Ein bisschen Wasser dazu. So. Ein bisschen Suppenwürze. Nur ein ganz kleines bisschen. So, den Schlauch. Und jetzt lässt der mal an, wenn kein Schnitzel drauf ist. Die meisten nehmen halb Weizen, halb Roggen und ich nehme nur Weizenmehl, weil das saugt sich nicht so an. Und dann Salz und bei einem halben Kilo Mehl gehen wir Standbeiöl. Und wir nehmen heute ein bisschen weniger, weil 40 gleich ist. So. Mitten durch das Öl rein und noch
Tropfen Worte auf das perfekte Wasser. Wie viel kostet das? Jetzt 10.000, gell? Das ist auch wieder so, als wäre man muss. Da kann man ein bisschen probieren. Man sollte halt eher wegen der Feste an den Tag gehen, weil man noch zu wach wird nachher. Dann geht die Fülle wieder auseinander. Das ist halt jetzt ein bisschen eine heiße Arbeit für die Finger. Das ist halt ein bisschen was. Warum muss das Wasser was sein? Ja, sonst wird es eher zacher Tag. Das würde ja auch Brenntag sein. So, jetzt machen wir einfach was wir wollen. Und dann nachher nochmal schon. Dann soll aber zum schön glatt sein. Und das wäre aber nicht, wenn du zu kurz Wasser nimmst, der Rosen wäre eher zach. Weil er hält da nicht so zusammen. Dann musst du mehr kneten, nachher ist er eher zach. So, jetzt müssen wir was anderes tun, jetzt müssen wir Öl zwickeln. Das wird wieder im tiefen Fett rausgebrochen. Was ist das für Rapsöl? Alberrapsöl. Da nehme ich keine Butterschmalz oder was, oder Butter, oder kannst alles Mögliche nehmen. Salzen braucht man das Ganze eigentlich fast nichts mehr, weil das Gesicht ist eh so pikant, oder Pfeffer, und Chili, da kann man auch. Kartoffeln habe ich ja so geschnitten, habe ich aber zuerst schon rein. Da habe ich ein bisschen zu viel. So, jetzt können wir eigentlich schon füllen. Und das schneiden wir einfach. Zuerst müssen wir sowieso mal probieren. Wie groß das man machen. Man kann kleine machen, man kann große machen. So runde Dings wird es halt werden, so hier runde Krapfen. Ja, das schaut echt ganz schön aus. Versuchen wir mal rein. Da haben wir ein bisschen Gummi drauf. So.
packen wir es zusammen, drücken wir das also ein. Und dass es nicht so schier ausschaut, machen wir da so einen Zupf, dass es besser hält. Und dass es nicht so schier ausschaut. So. Jetzt weg immer eh da rein. Wie du hast das überschlagen? Wie tust du das jetzt? Also das jetzt? Ja, da fange ich einfach da an. Ne? Und tue einfach das erste so. Na, ergibt sie sich eigentlich nicht. Aber was du einstellst, das tue ich noch und da weiß ich ein. Das sieht man. Sagt man nicht. Achso. Da steht aber das nächste. Okay. Einfach so eindrücken. Mhm. Dann halt das viel besser. Okay. Noch einen kleinen dritten, weil ich glaube, dass wir die drei einbringen. Da werde ich das nicht mehr einnehmen. So, schauen wir mal. Jetzt probieren wir mal einen Lahn Fett rein. Und da oben ist noch ein bisschen was. Durch die Kartoffeln, was drin sind. Die sind jetzt dann die blauen Kopf. Wieder machen wir eine lange Arbeit im Keller, fast nur was im Keller. Ja, das ist mir drum zu wenig. Das ist super. Thank you.
drauf. Warum sagt sie Weizen mehr weniger als Rotmehl? Ist jetzt so. Irgendwie hat es halt Chancen gegeben. Die sagt einfach mehr, weil die so anders Getreide ist. Sieht er dann nicht sehen, weil er noch am Spritzen hat. Das ist nicht gelb, das ist nur gar nur das da. Und in der Weile war noch ein Bild. Und das ist wurscht, was für Fleisch das du hernimmst, oder? Das ist ganz wurscht. Da kannst du Rindfleisch hernehmen.
Rindfleisch und ein Speck. Wenn du jetzt was Fetts dazu tust, ein Bauch oder was, nur Gesicht sitzen. Nachher ist es natürlich softiger oder fetter. Weil Fett ist ja Geschmacksträger. So sollte es sein, so schöne Farbe sollte es haben. Das ist nicht leicht, oder? Wieder zwei. Schön. Sechs Der ist wieder blond, gell? Okay. Das ist ein bisschen wenig fett. Muss doch wieder ein schönes Aussehen aussehen.